Tag 3 des Daratakus-Projektes. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Und unsere Aufgabe ist klar. Wir brauchen Duct Tape und Timber und schmeißen Kissen auf den Boden. Ne, erstmal. Wir sind gut trainiert, wir prügeln uns raus. Diejenigen, die die Regeln noch nicht kennen. Es wird folgendermaßen laufen. Ich werde mich hier hoch trainieren, ich werde mich ausrüsten, so gut es geht. Und dann werde ich mich hier rausprügeln aus dem Gefängnis. Das ist mein Ziel. Oh, Timber, nice. Gut. Ob ich jetzt nur die Schlüssel nehme, die ich brauche, oder alle Prügel, das werde ich davon abhängig machen, wie gut der Plan funktioniert. Dementsprechend werde ich das hier und das hier schon mal nehmen. Ich bin ja eine Intelligenzbeste, craft mir jetzt schon mal die beste Waffe in-game. Ist der illegal? Ja, der ist illegal. Nicht so geil, deswegen... was mache ich damit? Ich würde das hier am liebsten irgendwo anders reinlegen. Ah, egal, ich lege ihn hier rein. Gut, das heißt, ich brauche jetzt nur noch Duct Tape. Duct Tape und ein Arsch voll Speed. Gut, das muss so zu erledigen sein. Drücke ich die richtigen Knöpfe? Ja, drücke ich. Nein, ich möchte aber nicht frühstücken. Verpiss dich. Alter, du hast mich jetzt zweimal ermahnt. Es ist mir total egal, ob du mich zweimal ermahnst oder nur einmal ermahnt. Wenn du jetzt hier nochmal reinkommst, überlege ich mir das nochmal mit dem Ermahnen. Und dann hau ich auf die Nase. Genau, Morning Free Period. Genau so brauche ich das jetzt. Das könnte funktionieren. Ich denke schon, dass das, wenn alles gut greift, wie die alle auf den Pott rennen. Weil das Essen doch so gut. Wenn alles gut geht, müsste ich eigentlich in dieser Episode schon abhauen können. Wenn ich jetzt noch das Duct Tape kriege. Duct Tape ist aber eigentlich eine Sache, die ist jetzt nicht gerade rare oder so. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Kollegen mir da bald mit unter die Arme greifen werden. Liam. Ich muss gucken, ich muss auch meinen Intellekt so ein bisschen beibehalten. Laufe ich jetzt eigentlich schneller? Merke ich irgendwie nichts von. Weil ich brauche nämlich 80. Hey, Lee, alte Frikadelle. Du hast doch ein Duct Tape. Ich habe aber kein Geld. Whitney, du hast bestimmt auch ein Duct Tape. Aber auch kein Geld. Ja, das ist mein Leben hier im Knast. Ich krieg. Duct Tape ist da. Kohle fehlt nur. Und wenn ich gleich die Kohle habe, hat es natürlich wieder keiner mehr. Das ist so das, was ich hier Gefängnis nenne. Das ist Folter. Ja, und dabei heißt es doch, man darf hier nicht in Gefängnissen foltern. Naja. Mal schauen. So. Bisschen entspannen. Oh, ich könnte eigentlich echt mal wieder lunchen gehen, ich weiß. Aber so nach 3 Tagen sollte man auch mal was essen. Das ist ganz gut. So, ich brauche eh Energie, die recovered werden kann. Was sagt's denn? Ja. Das sieht gut aus. 95, ja. Ich werde sowieso nicht anfangen, bevor ich nicht wieder 50 habe. /100. Schön entspannen, Lee. Du hast wieder Duct Tape, das ich mir nicht leisten kann. Whitney, du hast Duct Tape, was ich mir nicht leisten kann. Bist du günstiger als Liam? Tatsächlich, um $1. Egal, unter. Wie ich mit dem ganzen Tablett weglaufe. Halt's Maul. Oh, ein bisschen wieder hier mal auf 50 pushen. Metal Shop Work. Ja, kommt sofort. Kommt sofort, die Metal Shop Work. Ermahn mich nicht. Ich bin da schon am Weg, quasi. 50. Oh lol, 50 und direkt wieder 49. Was ein Scheiß. Egal. Ach, jetzt muss er hier. Der arme Lee muss meine Aufgaben erledigen. Ja, Metall habe ich ja schon. Brauche nur noch Duct Tape, ne? Dann ist das fertig. Und dann habe ich das Ganze auch schon. Oh, was habe ich denn gemacht? Oh, ich war ein bisschen abgelenkt, muss ich gestehen. Und dementsprechend war ich noch nicht ganz fertig mit dem Ganzen.
Ich könnte mir eigentlich mittlerweile mal merken, welche Menge an Zeug ich brauche. Ah, ja gut. Okay, das reicht ja schon. So, Lee, komm da. Whitney. Zack. Und das ist Duct Tape. Ja, nice. Dann kann ich mich ja quasi. Jetzt habe ich wahrscheinlich unter 80. Nein. Kann ich mir direkt meine metallverarbeitete Rüstung bauen. Scheiße, jetzt habe ich die natürlich nicht. Jetzt möchte ich die natürlich erstmal ausziehen. Genau. Zack, zack, zack. Oh, shiny. Ja. Dann heißt es jetzt noch ein bisschen. Irgendwie. Energie werde ich nicht brauchen. Ein bisschen. Heißt es hier ein paar Medikits auf 2. Und dann. War es das auch schon? So, Int brauche ich nicht mehr. Defense ist jetzt erhöht. Ich habe die beste Waffe im Spiel. Das heißt, ich könnte heute Abend beim Roll Call schon. So, hey, was hast du nur am Start, Liam? Ist bestimmt Medikit am Start, ne? Nee? Ah, ich könnte aber eigentlich noch so eine Bottle of Medicine nehmen. Ich denke, das dürfte auch reichen. Ja, which wife ran with another. Was? With another. Mit einer anderen Frau? Okay, das gibt's natürlich auch. Und dann müssen wir einfach mal schauen, ob das hier so funktioniert, wie es funktioniert. So, gleich haben wir die 100 Exercise Period. Ja, yeah, die ich schon die ganze Zeit mache. Ich bin euch weit voraus, meine Freunde. Weit. Weit voraus. So. Liam? Ah, warte mal, das Bottle of Medicine. Die könnte vielleicht auch funktionieren. Ich brauche jetzt kein Int mehr. Ich habe die besten Sachen schon fertig. So, Schauern brauche ich auch nicht mehr. Clark, was hast du noch? Nein, ich will nicht dich, ich will Clark. Clark hat Talcum Powder. Nee, Talcum Powder brauche ich nicht. Talcum Powder ist etwas, was ich nicht benötige. Ich benötige Medizin. Also, Bottle of Medicine, ne? 25 willst du dafür? Ja, okay, komm, das wird mir bestimmt. Nee, Workout brauche ich nicht, ich brauche Speed. Lieg ihm auf Seite. Kannst eh nichts damit anfangen. Mit dem Speed. Du musst nicht gleich dich prügeln wie ein Blöder, weil heute Abend werde ich mich hier elegant rausprügeln. Ich bin zu müde. Auch nicht schlimm. Ah, sieht doch gut aus. 82 und 100. Jetzt habe ich gleich noch Evening Free Time, das heißt, ich kann noch mal ein bisschen pushen. Lol, da lacht er. Ah, die haben nichts zu sellen, was ich gebrauchen könnte. Joshua, hast du was zu sellen? Nee. Wer verkauft denn hier? Irgendwer verkauft doch hier. Ach, die stehen wieder ineinander. Ob das beabsichtigt ist von den Programmierern? Ich meine, die haben ja schon, also 1, 2, 3. William Shelby. Ich weiß, dass Aiden den roten Schlüssel hat ja noch von meinem letzten Walkthrough. Evening Meal. Ja, Evening Meal kann ich mir nachher noch geben. Beziehungsweise ein Evening Meal brauche ich nicht. Ich brauche Speed. Damit das ruckzuck gleich hagelt. Ich bin am Überlegen, ob ich dann erst mir die rausfische oder direkt. Brawl-mäßig reinrenne in die drei, die vor mir stehen. Fertig. Aber nicht funktioniert das auch so, wie ich mir das vorstelle. Na, werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Muss jetzt erstmal meine Kilometer für Kilometer laufen. Damit ich schön Evening Free Time, genau. Letzten Vorbereitungen vor heute Abend. Und dann geht es rund, meine Freunde. Geht es rund. Ich hoffe, ich komme mit einem Medikit aus. Guck mal hier. 95. Bin ich gleich The Flash. Ich merke leider keinen Unterschied im Laufen. Und wenn, dann bin ich anscheinend zu doof dazu. Ich werde natürlich auch gucken, dass ich komplett Fatigue weg bin. Das Problem ist, ich weiß nicht, inwiefern, wenn ich die Schlüssel nehme, ob die mich einfach lore-mäßig einsperren.
Ich weiß auch gerade auch nicht, wer den Entrance Key noch hatte. Dementsprechend muss ich da auch mal drauf achten. Ich brauche ja im Grunde genommen den Entrance Key und den roten Key. Alles andere ist Wurst. Weil ich hatte mal in einem Walkthrough, dass ich quasi, als ich den Schlüssel ja angehoben habe, kriege ich keinen Speed mehr? Heißt das, ich habe Speed voll? Oh, ich habe Speed voll. Ja, lange laufen können. Ja, heißt das, ich bin voll trainiert. Super, habe ich das auch fertig. So, alles klar. Evening Time kann kommen. Duschen, sacken, schlagen. Und dann geht es rund. Ah, toll. Ah, gut, man kann wahrscheinlich nie 100-100 kriegen. Jedenfalls nicht auf lange Dauer. Okay, so, das habe ich. So, jetzt hole ich noch meine Medizin aus meinem Schrank. Zack. Gucken, ob ich noch irgendwo eine Medizin von jemandem anderen abnehmen kann. Ob jemand noch was hat am Start? Nee. Egal, dann geht es gleich los. Boah, ich könnte mich eigentlich jetzt schon prügeln, ne? Warum sollen die einzeln kommen? Ja, dann mal los hier. Bam, bam. So, du hast, ja, direkt den Entrance Key. Bam, 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 bam. Backup arrives in 99 seconds. Ich habe auch schon direkt das, was ich wollte. Bam. Bam, bam. The main prison guard is not unlocked. As request, please don't hurt anyone. Ja. Don't hurt anyone. Weil ich so... Ja und? Ach komm, echt jetzt? Echt jetzt? Nee. So nicht, meine Freunde. So nicht. Das lade ich nochmal. Weil, so geht das ja gar nicht. Die können mir doch nicht hier meinen... Okay. Na, das ist nicht schlimm. Die können ja nicht sagen, don't hurt anyone. Und dann so einen Scheiß machen. Nee. So nicht. The main gate is open. Na gut, jetzt muss ich nochmal gucken, ob das main gate auch ausreicht. Na, egal. Wir sind zwar ein bisschen zurückgefallen, aber das heißt nichts. Das heißt gar nichts. Wir können das auf jeden Fall machen. Wir haben sowieso noch einen Tag gut. Wir hatten ja Tag 3 bei der Prügelei schon. So. Der Entrance ist offen. Das heißt, ich kann den Tag 3 nochmal locker wiederholen. Das heißt gar nichts. Das ist okay. Ich brauche aber jetzt noch Duct Tape. Wobei, ich habe echt, ehrlich gesagt... Brauche im Grunde genommen nur noch den Timber. Das ist ja echt behindert. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn ich den Schlüssel nehme, werde ich eingedingst, egal was passiert. Das ist ja totale Scheiße. Das ist doch total unrealistisch. Ich meine, die müssen mich ja irgendwie erstmal fangen, ne? Oder? Deswegen, das ist doch... aber egal, wir kriegen das. Wir werden genau das machen, was passiert. Backup in 99 Sekunden. Wir klauen diesmal keinen Schlüssel, sondern wir hauen direkt durch das Haupttor ab. Und mal hoffen, dass wir dadurch besser gewappnet sind. Das wird schon passen. Das wird diesmal passen. Wir gucken uns jetzt gleich erstmal den Weg in der Freetown an. Halt dein Maul. Daratakus, weißt du überhaupt, wer ich bin? Ja, jetzt wird uns wohl noch die Speed nochmal um uns... Wobei, echt, ich glaube, so viel Speed haben wir da gar nicht gebraucht. Wir haben die ziemlich schnell umgehauen. Alle. Egal. So, okay. Jetzt nutze ich die Zeit und gucke mich schon mal um. Ja, ich habe noch keine Waffe. Ey, hi, was geht bei dir? Lance, hast du einen Timber am Start? Nein, hast du nicht. Ich glaube, ich brauche die Rüstung nicht mehr. Also so, hier. Hier. Und dann ist hier, glaube ich, das Haupttor. Ja, genau. Okay, dann kann ich also hier und schnell abhauen. Sobald die sagen, das Haupttor ist offen. Okay. Das ist doch machbar. Also brauche ich gar nicht die Schlüssel, sondern einfach nur die Power. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass ich nicht mal eine Crow... Ich glaube, mit einer Crowbar prügeln reicht, glaube ich, auch schon. Gut.
Okay, das heißt, ich werde mir jetzt eine Razer oder eine Crowbar holen, wenn ich jetzt gleich genug Geld habe, je nachdem, was zuerst kommt. Und dann prügele ich mich nochmal raus, bis sie sagen, oh, das Tor ist offen. Ich sollte mich am besten oben schon ein bisschen in dem oberen Bereich schon. Warum habe ich eigentlich dieses scheiß Kissen bei mir? Mann, sollte ich mich in dem oberen Bereich schon mal befinden, dass ich schon mal direkt loslegen kann? Clark, Duct ja, wieso nicht? Habe ich die 80 Int noch? Genau, dann kann ich mich jetzt loslegen und mir nochmal schnell die Rüstung craften. Die war ja. Genau. Lunch? Brauche ich jetzt nicht. Zack, zack, zack. Genau. Zack, habe ich das. Ja. Das heißt, ich brauche jetzt quasi nur noch einen Timber und einen. Entweder einen Timber, eine Rasierklinge oder einen. Ja, irgendwas anderes halt. Und dann geht es auch schon wieder los. Dann kann ich mich auch schon wieder rausprügeln. Aber das ging ja echt easy, wenn du nach vier oder so direkt gesagt bekommst, oh nein, bitte verletzt niemanden, weil wir machen dir das Tor auf. Dann ist es ja echt super easy. Dann braucht das ja echt keiner. Dann kann ich mich ja dann durch die ganzen Gefängnisse prügeln. Dann ist ja. Also weiß ich nicht. Wie, habe ich schon 100? Ah ja, ich habe schon 100. Kein Wunder. Ich habe mir gedacht, ich trainiere und verliere Müdigkeit. Werde fitter? Das ist doch irgendwie nicht so ganz Sinn der Sache, oder? So, jetzt gehe ich nochmal auf 100, genau. Dusche jetzt nochmal ein paar Sekunden mit meinem tollen Kissen. Verpiss dich, ich weiß, dass ich nicht bei meiner Arbeit bin. Aber das ist mir total egal. Du das weißt, ob du das nicht weißt. So, okay, jetzt gehe ich arbeiten. Halt's Maul. Schön arbeiten. Standing on desk. Achso, das ist der Tipp, wenn ich mich da drauf stelle. Man könnte natürlich auch während der Arbeitszeit abhauen. Kommt man hier raus? Ja, man könnte hier hoch. Ja. Weiß ich nicht. Ob es was bringt. Egal. Wir haben es ja quasi schon geschafft. Haben nur nochmal laden müssen. Ja, Jobquote erfüllt. So, wo ist hier ein Typ, der mir was verkauft? Da ist einer, Clark. Clark, habe ich gesagt. Ja, du hast natürlich jetzt nichts am Start, was ich gebrauche. Oh, da, Lance. Lance, der sieht doch so aus, als ob der irgendwas hat, was ich gebrauchen könnte. Crowbar. Was? Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Das wird auf jeden Fall nochmal sich nochmal ändern, bevor wir heute Abend den Dings haben. Dementsprechend werde ich nochmal ein bisschen Speed trainieren. Ich habe meine Padded Armor, ich brauche, weil ich kann mich schlecht mit dem Kampfschiff hier rausprügeln. Wobei das schon ziemlich dekadent wäre, wenn ich mich hier mit dem Kampfschiff rausprügeln würde. Ich brauche ja nur noch einen Timber oder eine Rasierklinge oder eine Crowbar. Also eins von diesen drei Dingern würde ja schon quasi reichen, um das zu erfüllen, was ich brauche. Aber ich denke, Speed werde ich jetzt auch genug haben. Ah, 75 Speed. No autographs, please. Du traust dich echt hier rein, Warden Jim. Jim Sterling. I pray for you. Glaube ich irgendwie nicht, dass du das tust. Oh, Exercise Period, okay. Workout, dann worke ich mal out. Bisschen noch mein Speed erhöhen. Gucken, was die Leute mir hier gleich nochmal verkaufen. Eigentlich sollten die mir doch jetzt anderes Zeug verkaufen. Und dann passt das. Und dann kann ich mich auch schon wieder hier rausprügeln, wenn ich fit genug bin. Ja, Speed, 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 Speed nochmal. Alles wird gut, alles ist gut. So, okay, weil ich wollte nämlich jetzt noch so. Moment, so, Joshua, was hast du? Du hast nichts, was ich brauche, aber Clark, wenn du jetzt nichts. Oh, und Timber, guck mal. Hast du da, was ich brauche? So, jetzt nochmal hier auf 50. Und nach der Dusche hauen wir dann ab. So, gehen wir duschen. Ja, 81, das muss reichen. Duschen uns nochmal voll und dann prügeln wir uns raus. Gucken wir, dass wir in dem oberen Bereich bleiben.
habe jetzt echt wieder nicht drauf geachtet, ob ich Fatigue kriege, wenn ich mich prügel. Okay. Ach Gott, ne? Ist eh scheißegal, wir werden eh Guard Heat 150.000 haben, wenn wir uns jetzt gleich prügeln. Dementsprechend ist das Wurst. So, zack, zack, zack. Und den Chucks. Zack, raus, rein, fertig. Okay, möge das Prügeln beginnen. Wer will was? Kommt. Wer ist der Erste? Wer ist der Erste? Wer will was? Komm. Evening Meal. Nein, ich will kein Evening Meal. Warte, wir gucken erstmal, ob wir während des Evening Meals... Wir können draußen rumgucken. Gibt es hier unten auch einen Ausgang? Gibt auch hier unten einen Ausgang. Kann ich mir auch hier unten prügeln. So, auf geht's. Du, Williams. Bam, bam, bam. Nächster. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. The main prison is now unlocked as requested. Genau. Ja, ich habe keinen Schlüssel. Das heißt, ich kann mich jetzt hier verpissen. Oder? Zack, easy. Es funktioniert. Man kann sich auch rausprügeln. Nach 3 Tagen. Gut, in meinem Fall in 4 Tagen. Weil ich habe ja da verkackt. Aber es funktioniert. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kleiner Dings. Und schreibt rein, was ich als nächstes machen soll. Oder ob ich warten soll, bis das nächste Gefängnis kommt. Das nächste Gefängnis werde ich natürlich wieder ganz klassisch spielen. Aber in der Zeit, schreibt mal rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder. Und in dem Sinne, habe die Ehre.